Ja, können wir machen. So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part hier von einer Let's Show Map, wie auch immer, von so einer kleinen Map-Vorstellung von der Wildeshauser Geest Map. Bei mir ist immer noch der Bone Crusher 6, also Jan. Ja, moin. Moin. Und wir sind hier immer noch an der Brauerei und haben jetzt eben mal einen kleinen Schluck getrunken, aber ist alles gut. Ui, wo bist du? Ach, da bist du. Nein, alles gut. Heineken hat bestimmt auch was Alkoholfreies im Programm. Und oh, würde sagen, dann machen wir doch gleich weiter. Ja, dann schwingen wir uns mal wieder auf unsere Gefährte. Ja, schwingen ist bei mir immer so eine Sache. Ja, das Alter. Nicht nur das Alter. Früher waren wir jung und knackig, heute knackt es nur noch. Aber ganz gewaltig. Das sagst du, junger Spunte. Ach, wenn du wüsstest. Lassen wir das. Ja, besser ist. Ja, so. Örtliche Tankstelle haben wir denn hier noch. Ah, auch ein schönes Modell hier verbaut. Oder hast du den da jetzt extra für die Videoaufnahme geparkt? Nee, verbaut. Und natürlich das Wichtigste auf dem Land. Erstmal ein Fresstempel. Ach, ist das Döner-Otto? Nee, das ist Adi-Kohl. Okay. Ah ja, das stimmt, das alles. Guck, das ist, glaube ich, eine Familie, ne? Aber zumindest haben sie alle verschiedene T-Shirts dann. Sehr geil gemacht mit den T-Shirts. Der andere hat einen Schlumpf, ne? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich sag, das ist ja eigentlich, sind das ja platzierbare Mods. Ich habe die bei mir fest verbaut. Ja. Weil ich bin nicht allzu ein großer Freund von den platzierbaren Dingern. Ich auch nicht, aber manchmal ist das. Ich bin technisch lange nicht so weit wie ihr, also manchmal geht das nicht anders. Ja, das stimmt. Dass ich das grundsätzlich auch nicht mag, ist auch richtig. Nee, besser man hat alles fest mit bei, dann läuft das auch. Ja, dann schnappen wir doch wieder eine Bratwurst und dann. Ist auch immer so eine Skriptgeschichte, ne? Bei Platzierbahn hast du oftmals Probleme, dass das alles nicht richtig funktioniert. Und egal, ja, ich hätte auch gerne Bratwurst. Ich nehme zwei Bratwürste. Dafür esse ich heute Abend nur noch einen Salat. Ja, das Problem ist, dass du pusht da von einem Mod das Skript im anderen rein oder ist der nicht aktuell genug, das Skript? Ja, ich darf ja nicht so schnell fahren. Alles gut, noch kommen wir hinten dran. Ich stehe halt auf John Deere, kann ich. Ich mag alle anderen Sorten auch. Ich mag auch Deutz und so, ne, und auch New Holland, aber John Deere ist irgendwie, immer noch irgendwie so das, weiß ich nicht, das i-Tüpfchen für mich. Ja, John Deere, gut. Ja, gut. MB-Truck und Fendt ist eher so meine Richtung. MB-Truck ist so gar nicht meins. Ich meine, so John Deere, so wie den 7810, absolut klasse. Ja, hier haben wir dann die ersten beiden Gewächshäuser für Erdbeeren und Himbeeren. Ach, uah, Entschuldigung, das ist ja auch nicht schlecht. Genau. Aber vom Grundsatz her genau das gleiche, ne? Saatgut, Wasser, richtig, Diesel und ja, mit angepassten Füllmengen. Schön. Muss ich nochmal so dazu sagen, weil ich benutze diesen Kotte-Garant-Auflieger, auch von Farmer Andi. Und ich finde das auch irgendwie schrecklich, wenn du da irgendwie jetzt, sagen wir mal, Diesel hier hinfährst, pumpst dann nur ein paar Liter rein und hast den halben Auflieger noch voll Diesel und weißt nicht, wohin damit. Ja. Von daher haben wir das so hier angepasst, dass man immer genau eine Ladung da reinkriegt. Jetzt muss ich nochmal hinterfragen, was kommt hier jetzt raus? Häckselgut oder? Da, wo du jetzt stehst, Paletten. Aber irgendwo hat doch das, der Mann nicht hier. Genau, das wird zwar als Abfall beschrieben, ist aber letztendlich Häckselgut. Okay, das wollte ich wissen, weil da war ich mir immer nicht so ganz sicher. Die sind ja auch auf der Vossdorf verbaut. Da kommen wir demnächst auch mal irgendwann hin. Das wird jetzt das nächste bei YouTube sein. Alles andere sind wir jetzt ja schon so ein bisschen durch. Da kommt in den nächsten Tagen immer was. Da war ich mir immer nicht so ganz sicher. Weil wir auch Kompost angesprochen haben. Das heißt, Kompost wird ja auch noch irgendwo entstehen, ne? Ja. Ja, und da bei Vossdorf, ich glaube, in eurem ersten Livestream, da hattet ihr da ja so ein Pascal rumgerätselt. Ja, ganz genau. Da hatte ich euch das ja, glaube ich, da auch noch im Chat. Ach, das warst du. Okay, gar nicht böse gemeint, aber das hatte ich. Irgendjemand schrieb es damals nämlich, dass es Häckselgut wäre.
Ja, du, ist ja kein Problem, wenn man das, wenn einem das mal so ein bisschen entfällt. Ja, das ist ja auch schon eine ganze Zeit lang her. Das war ja so noch ganz, 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 ganz frühe Version. Ja. Inzwischen sind wir ja ein paar Schritte weiter zum Glück. Ja, hier haben wir dann auch nochmal eben eine Halle, um dann ja, die Paletten unterzubringen. Wenn man die sammeln will, kann man dann noch eben Lader mit hinstellen. Ja. Und auch nochmal Lager für das Hexegut, was man denn hier so zusammenkriegt. Ah, okay. Mhm. Auch gut mitgedacht, dass man das hier auch noch zum Not lagern kann. Ja, ist eigentlich alles ziemlich durchdacht. Mein Schleich doch nicht so. Man hat sich da doch relativ viele Gedanken gemacht, wie man sich das auch alles möglichst einfach machen kann. Ja. Weil ist ja auch, wie du auch da in deiner Vorstellung damit an die Scania angesprochen hast, das ist schlimm, wenn da irgendwie nichts wirklich durchdacht ist. Ja. Das hat sich auch lieblos hingestellt, reingeploppt und hochgeladen. Ja. Gut, hier, werden wir auch noch, hier haben wir auch noch mal eine Verkaufsstelle. Weil das bestüht. Ja, ich hatte dir ja noch mal eine Liste gegeben, wo da auch noch mal alles extra drin steht, wo was angenommen wird. Unter anderem ja, Hafer auf jeden Fall. Und Stroh, Gras, Heu kannst du hier auch lose verkaufen. Ja. Und ich meine Weizen oder Gerste nehme ich hier auch. Ja, gut, das gucke ich mir dann auf jeden Fall nochmal raus. Ja. Aber schon mal sehr schön. Also Pferdezucht kenne ich bisher nur von der Nordheide-Map von FSM, ja, eine der ersten. Da habe ich das, glaube ich, mal gesehen. Ansonsten macht das auch nie jemand. Und ich finde Pferde ganz passig. Ich finde jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das im Video schon war, also ich kann ja schon mal sagen, dass auf der Schöneberg-Map auch eine Gänsezucht verbaut wird. Es werden keine Rinder und sowas kommen, aber es kommt auf jeden Fall eine Gänsezucht. Und das ist auch, finde ich, ganz passig mit Gänsen und Pferden. Also das finde ich so passende Tierarten. Ist mir lieber als Schafe und... Ja, aber Pferdezucht ist das nicht. Das ist hier einfach nur... Ja, klar, aber nicht, dass du jetzt kleine Pferde... Du hast halt Pferde auf der Map. Ja, gut. Ich glaube, Pferdezucht gibt es in dem Sinne auch noch gar nicht. Oder? Ich habe dich so noch nicht gesehen, wie gesagt, da wo von. Also, fahr mal Andi, wenn du das hier zufällig sehen solltest, was ich nicht glaube, aber, ne? Aber, nee, das meinte ich jetzt in dem Fall. Einfach auch ein Pferdehof, also in dem Sinne. Ne? Ja. So, es gibt ja auch immer mal wieder irgendwie Leute, die so ein bisschen was mit Forst machen. Ich mache das eigentlich nur. Wenn mir extrem langweilig ist. Also so langweilig kann mir gar nicht sein. Ja, gesagt, haben wir denn hier einmal diese Forstverwaltung, kennt man auch von einer ziemlich anderen bekannten Map. Habe ich einfach mal so halt das den kompletten Hof übernommen. Wald rundum kann man sich selber anlegen. Das gibt noch ein, zwei kleine Waldstücke, die hier auch schon vorgefertigt sind. Aber ich finde, wer die Map hat und unbedingt damit was machen will, der soll sich die Bäume doch selber anlegen. Hier kann man dann auch nochmal zusätzlich Kompost verkaufen. Hydranten haben wir auch nochmal hier zum Wasser holen. Ja, mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Nö, nee, Forst ist eh. Ja. Ich meine, wer das machen will, ne? Aber. Wer es will, soll es machen. Schön, dass Mapper immer dran denken. Also bei Andi Scania, das war das Schöneberg ja auch relativ reduziert, aber es ist die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben, also für wen das machen will. Ja. Absolut schickilacki. Richtig, ich meine, hier hat man sonst auch genug andere Sachen zu tun, da bleibt schon vorständig keine Zeit. So, denn hier auf der linken Seite haben wir eine Brennerei. Wenn, denke ich mal, auch viele aus dem 13er. Ja. Wahrscheinlich auch Raps und so, ne? Weizen und Kartoffeln. Oder so. Ja. Ich bin kein Alkoholkenner, deswegen. Ich weiß, Wodka sind irgendwie Kartoffeln oder wird aus Kartoffeln gemacht, glaube ich, ne? Ja, denn hier rechts haben wir einmal den Hof für die Kartoffelproduktion. Hier mal, wie man sieht, einmal schon die Lager. Und Schweinefutter ist, also dieses Pig Forage ist dann nämlich an den Schweineställen auch schon direkt in den Futtertrügen eingetragen, oder? Ja, genau. Das, die gedämpften Kartoffeln und so kann man da auch so reinhauen.
Ja. Was das jetzt alles genau ist, weiß ich jetzt auch so nicht mehr aus dem Kopf, aber wie gesagt, hast du ja notfalls nochmal so eine Liste für. Ja, Kartoffelanlage dürfte eigentlich meist bekannt sein. Habe ich auch meiner Version von der Bandeküche ja noch die frei platzierbare. Das ist hier natürlich von Jan alles viel, viel genialer verbaut worden. Genau. Kann ich jetzt ja mal im Punkten. Also hier kommen normale Kartoffeln rein. So, dann werden die hier gewaschen. Da muss noch Wasser rein, da muss Diesel rein. Also für die Leute, die es jetzt echt noch nicht kennen, das Clou ist da auch sehr praktikabel. Auf Paletten nehme ich auch an, ne? Oder hast du das irgendwie? Nee. Das gibt ja verschiedene Sachen. Die ist ohne Paletten. Oh, okay, mit Transportboxen oder musst du mit dem Kipper drunter? Ja, wenn du einen Kipper hast, mit dem du drunter kommst, kannst du das damit machen oder so. Wir machen das halt so, wir haben hier einen Radlader denn dafür stehen. Achso, okay. Also liegt da ein Haufen hin oder musst du denn direkt erstmal drunter und dann... Nee, musst du denn direkt runterfahren. Was hier auch geht ist, du hast ja auch diesen Hülkenkipper bei dir drinne. Ja. In Tandem. Wenn du damit ganz dicht ans Band ranfährst, der passt da zwar nicht unter, aber wenn okay. du da dicht seitlich ranfährst, lädt er da auch auf. Müssen wir mal schauen. So, dann kommen hier in der Regel, wie kriege ich die denn da rein? In die Kartoffelwaschanlage. Normal stelle ich die Palette doch immer dahin. Genau, und dann jetzt hier, wo ich stehe, fährst du gerade vor. Ja. Dann öffnet sich der Deckel und dann kippst du die da oben rein. Ah, okay. Also kann ich vom, ja, wenn ihr das mit dem Radlader macht, passt das wahrscheinlich auch, ne? Ja. So, da kommen hier logischerweise die gedämpften Kartoffeln raus. Die kommen dann hier rein in der Mischung mit Weizen oder Gerste, wird dann da das Schweinefutter draußen. Jetzt wollte ich mal ein bisschen rumprollen, dass ich mich da auch ein bisschen auskenne. So, siehst du, da ist der Deckel hochgegangen. Ja. Ja, hier die Filmkapazitäten auch alle angepasst. Also, dass man ne, Wasser, Diesel jeweils einen Auflieger voll rein. Mhm. Und aber schon mal schön, dass das in der Halle verbaut ist. Sieht bei mir natürlich alles ein bisschen lamer aus, ist klar. Ja, gut, das mit den platzierbaren Mods kannst du das auch schlecht irgendwo ja. in Hallen unterbringen. Nee, gar nicht, glaube ich. Ich glaube, mit platzierbaren kommst du gar nicht unter das Dach, oder? Nee, nicht wirklich. So, und hier dann logischerweise für alles mal schön Lagermöglichkeit. Also, mir gefallen auch die blauen Display-Anzeigen. Die habe ich so bisher noch nicht gesehen. Ich kenne das immer nur in Rot. Im Blau gefällt mir das verständlicherweise viel besser. Mhm. Ja, da gibt es beim Mario auf der Seite. Gab es ja auch extra ein Lager oder hat jemand ja Lager dafür gemacht. Hm, habe ich gesehen, ja. Und da waren die blauen Anzeigen halt mit bei und mir gefallen die wesentlich besser als die roten. Auch. Man könnte sich aber eventuell nochmal gucken, ich glaube diese Boxen kann man sich glaube ich auch einzeln runterladen. Dann müsste man eventuell jetzt nur mal so probieren, einmal die vielleicht auch unter die Kartoffelmischanlage und dann mit diesen Gitterboxen. Ei. Könnte man versuchen. Ja, ich meine, man hat sonst ja auch noch die Möglichkeit, gibt es ja auch noch so eine Abfüllstation. Ja, genau. Da kann... Ne, denn wenn man die Kartoffeln, die gewaschenen Kartoffeln unbedingt in Paletten haben will, muss man sich die halt noch besorgen. Genau, die ist glaube ich auch platzierbar, die kann man sich ja sonst hier mit auf dem Hof stellen. Das ergibt ja. sich alles im Laufe der Spielreihe, die ich da mache. Also das ist kein Meckern oder so. Ne? Nee, nicht, dass du das. Muss halt jeder so, wie er das selber richtig hält. Ja, damit wir mal keinen Weg doppelt fahren, fahren wir mal hier gleich zwischen den Feldern durch. Auf dem Weg natürlich. Ah, die Feldwege habt ihr auch ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Schön so ein bisschen schaukelig. Ja, sind auch auf mehreren Maps verbaut. Ist halt auch mal was anderes als immer nur dieses gerade. Ja gut, ich bin natürlich, die meisten sind natürlich verwöhnt, so wie ich jetzt von den Bandico-Wegen, das ist klar, aber hier. Kommen da schon sehr nah dran, finde ich, muss ich sagen. Ja, ne, man kann da halt nicht so heizen, wie man will. Je nachdem, was für ein Fahrzeug oder Gerät man auch gerade dranhängt, kann das auch mal sein, dass man dann auf dem Weg an den Steinen hängen bleibt. Okay. Ja, ich habe da auch noch ein bisschen Angst vor. Andi Skani hat mir gesagt, dass er auf der Schöneberg auch noch ein paar Schlammlöcher, also richtige Schlammlöcher verbauen wird, aber vorher nicht verraten wird, wo. Also mal gucken, was da noch passiert. Und dann suche ich hier auch bei den Kartoffelflächen, wenn man die bewirtschaftet, da muss man auch mal vorher so ein bisschen nachdenken, wie man es angeht. Weil, wie gesagt, Hecken und Weidezäune haben hier überall Kollision. Okay. Also für einen Helfer wäre das jetzt nicht unbedingt ein Feld. Ah ja, ich kenne mich im Giant-Editor ja auch so ein bisschen aus. Tja, kann man auch. Nein, das ist Spaß. Wenn die Kollision schon da sind, dann sollte man das. Das ist ja auch relativ real. Ja. Muss man eben größeres Vorgewende machen und. Ja, man muss halt auch mal ein bisschen nachdenken beim Arbeiten. Man kann da nicht stumpf drauf los. Echt, ja, dass das so passend ist für mich.
Kuma, also David, mit dem ich zusammenspiele, der kommt damit auch klar. Ich sag mal, das ist auch so jemand, der ein Feind von Kollision ist. Okay. Entschuldigung. Alles gut, Gesundheit. Ich hätte dich fast überfahren. Springst du nur aus dem Schlepper zum Niesen? Ja, war eher so ein Hustenanfall. Das sieht mir nach den Masthühnern aus, ne? Genau, Masthühner, und hier ist auch eigentlich der Hof, wo ursprünglich nur die normalen Hühner mit rumlaufen sollten. Ja, alles gut. Klar. Was die hier auch tun. Zu den Anlagen an sich muss man ja auch weiter nichts sagen, kennt man das Prinzip. Jetzt ein paar Eier gesammelt, können wir uns nachher noch ein Rührei und Spiegelei machen. Ach, das ist schön, siehst du, da wollte ich sonst auch noch gerade was zu sagen, aber hab ich Entschuldigung. hätte nur gesehen. Ja, ist halt, ne, um die Eier zentraler zu sammeln, als Bickerbox verbaut. Genau. Ich wollte dir ja nicht vorweggreifen. Ach du, kein Problem. Mit 300 Stück nimmt das Ding, glaube ich. Die Masthühner sind grundsätzlich, wer es noch nicht wissen sollte, es gibt ja diese automatische Eierverpackstation. Dafür sind die Masthühner Voraussetzung. Wenn ihr auf der Map keine Masthühner verbaut habt, und gibt das auch nicht platzierbar, diese Masthuhnanlage muss verbaut werden, ist von der Schwierigkeit her, korrigiere mich, wenn ich mich irre, gehobeneres Mittelfeld. Das zu verbauen. Ja. Ja. Ne, also Also ist da sollte nicht. man doch Wenn schon. man keine Ahnung oder wenig Ahnung hat, sollte man das vielleicht nicht versuchen. Und grundsätzlich ist die aber, wie gesagt, Voraussetzung für die Eierverpackstation, die es im Zweifelsfall auch platzierbar gibt. Aber diese Masthühner müssen verbaut sein. Und das ist nicht mal eben so einfach verbaut. Da muss man sehr viel auf Skripte und auf kleine. Es sind immer gute Anleitungen dabei, das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Das kommt ja alles aus dem Bereich Mahu, Mais vom Farmer Andi. Die machen da schon immer sehr verständliche Anleitungen auch dazu. Es ist alles machbar, aber immer bedenken, auch die platzierbare Eierverpackstation ist nur oder arbeitet nur, wenn Masthühner verbaut sind auf der Map. Ganz wichtig. Richtig. Und auch was du gesagt hast, die Anleitungen, die sind sehr klasse, die sie damit geben. Sonst glaube ich, hätte ich das auch nicht geschafft. Naja, komm, nur aber, ne? Ja, ich meine, gut, ich habe ja vorher immer nur so Maps erweitert. Und da mal auch angefangen, ich glaub, bei der Drehensteinfurt, das war die erste, wo ich überhaupt mal Rinder- und Schweinemast verbaut habe. Ja. Das war dann noch so ziemlich zu meinen Anfängen und. Wie gesagt, ohne die Anleitung wäre es nichts geworden. Weil es gibt ja doch viele Sachen, wo man drauf achten muss. Du Oh musst ja ja. dann noch irgendwelche Pfade anpassen. Und ist nicht einfach drauf platzieren und fertig. So, dann kommen wir hier mal zur Biogasanlage. Auch halt so aufs Wesentliche beschränkt. Keilsilos. Cosplay unfreundlich. Ja, aber wenn man den selber nicht nutzt, dann stört einen das weiter. Ja, nee, du sollst sowieso, jeder soll seine Map so bauen, wie er das möchte. Eben. Ist eh egal, es gibt ja jetzt den, na, Gibt ja, genau, ne? Kann man dann draufpacken und hinterher dann draufschieben. Und solange das jetzt noch kein richtiges Silo-Silage-Schild gibt, wo das hundertprozentig mit, der soll ja so das eine oder andere schon geben, aber bei Heli gibt es auch ein kleines Skript, was man braucht, und dann kann man das auch mit dem Standardradlader machen. Und das Skript empfehle ich zu laden, das ist also da, das fügt den Standardschaufeln die Spezifikation hinzu, dass man wirklich nur noch über den passenden Trägern abladen kann. Weil standardmäßig ist das so, wenn du mit was in die Schaufel tust, dann kannst du das auch irgendwo in die Walachei kippen, ist das aber allerdings weg. So, dann macht ihr die Richtig. Schaufel ja leer. Und durch dieses kleine Skript von Handy ist das eben so, dass die Schaufel auch wirklich nur entleert wird, wenn es über einen passenden Träger steht. Und das braucht man, um das hier, die Silage halt, wenn es mit dem Radlader, auch wenn es scheiße aussieht, auf den Fahrsilo zu schieben.
Ja, das ist ja auch irgendwie die Sache. Es kann nämlich auch manchmal so ein kleines Missgeschick passieren, dass man mit dem Fahrzeug dann nochmal umkippt. Und dann hat man die Schaufel auch schnell mal leer. Ja, genau. Und das war auch, wie oft passiert es auch, du bist nicht genau am Anhänger dran und die Hälfte fällt daneben. Richtig. Das ist immer ärgerlich. Klar ist das irgendwo realistisch, aber noch realistischer wäre es dann, wenn ich es dann aufheben könnte. Also müsste praktisch die gesamte Grundfläche der Map müsste ein platzierbarer Haufen sein. So, jetzt mal überspitzt gesehen. Ja. Dann könnte man das wieder aufheben, aber wie ich das wohl mitgekriegt habe, ist Mahu da wohl auch irgendwie am Basteln und rumskripten. Das hat wohl auch eine Möglichkeit rausgefunden, dass das so ist, wenn du das so wirklich überall ohne großartig was zu machen, was hinkippen kannst. Das heißt, wenn du das Problem hast, ihr kippt die Schaufel woanders aus, dass das Zeug dann auch an der Stelle liegt und du das wieder aufnehmen kannst. Nice. Und wenn das einer schafft, also würden mir zwei Leute einfallen, das ist glaube ich aktuell Mahu. Also bei Mahu rechne ich immer den Farmer an, die auch noch mit rein, aber die Skripte sind ja meist Mahu. Und den Upside Down, dem würde ich jetzt auch noch zutrauen. Richtig. Ja, hier haben wir dann nochmal unsere fahrenden Hände. Reifeisen, danke, finde ich immer wieder geil, aber das ist glaube ich auch mittlerweile hinlänglich bekannt, dass ich Fan bin von Reifeisen. Auch wenn es hier bei uns leider nicht mehr gibt, das ist bei uns alles jetzt sehr starre Saatzucht. So. Ja, und wie man denn auch an dem Schild sieht, regional auch angepasst. Ja, habe ich gesehen eben schon. Ich kaufe aber nochmal zwei Bratwürste für mich. Dafür esse ich heute Abend nur einen Salat. Zwei Bratwürste bitte. Nee, also ich stehe auf Reifeisen. Bei uns noch ziemlich viel vertreten. Reifeisen oder Reifeisen Agravis. Okay, ja, bei uns ist das wie gesagt alles jetzt. Es war früher Reifeisen, ist jetzt halt starrer Saatzucht geworden. Ja, die schließen sich auch generell da immer mehr zusammen. Ja. Ist den ja auch nicht verwerflich, da brauchen sie mich ja auch nicht nachzufragen. Nee. So, was gibt's hier? Ja, hier gibt's einmal, wie man sieht, diese Silos, um Saatgut, Kalk, Dünger zu holen. Hier kann man dann seine Maschinen direkt befüllen. Für die faulen Leute, sag ich jetzt mal. Und dann haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, uns das Lose zu holen und einzulagern. Auch an die Silos? Oder nee, woanders dann? Das macht man denn hier in der Halle? Ach, hatten wir, glaube ich, schon mal. Hatten wir das Bild für dich. Ich bin auch vergesslich. Genau. Ja, muss ich dieses Saatgut speziell nochmal durch den Sieder-Mix-Sieder oder wie das Ding heißt, durchjagen? Oder kann ich das auch so verwenden? Das kannst du auch so verwenden. Das ist halt das normale Standard-Saatgut. Was wäre der Effekt davon, dass ich das durch den Mixieder, der ja verbaut ist, hatten wir, ich weiß, ob wir ihn schon gesehen hatten oder auf dem Bild auf jeden Fall, ist ja verbaut. Was ist der Vorteil, wenn ich das da durchjage? Was ist dann anders? Das Saatgut kannst du da nicht durchjagen. Da kannst du dein eigenes Getreide reinkippen und hier so dein eigenes Saatgut herstellen. Oh, okay. Stehe ich ja jetzt wieder als Idiot da. Ich dachte immer, dass man da irgendwie... Nee, das hat halt nur den Vorteil, du nimmst halt dein eigenes Getreide dafür. Und brauchst so kein Geld für Saatgut ausgeben. Ja, toll. Ich war immer der Meinung, dass es irgendwie, weil es gab ja immer mal so zwei Sorten, es gab immer normales Saatgut und Seeds 2 und hast du nicht gesehen und. Ja, und dieses Seeds 2, das kommt ja hinten aus der Anlage raus. Aber wie gesagt, das produzierst du halt aus deinen eigenen. Aber das ist dann prinzipiell genau dasselbe, wie wenn ich das hier kaufen würde. Ja, die Seemaschinen müssen das halt annehmen können. Ne? Gut, ja, da gibt es, glaube ich, eine Spezifikation bei Mottos oder so, dass das irgendwie alle können oder so, ne? Ja, oder man trägt sich das direkt ein. Ja, eben. Das gibt ja, ich glaube, in die XML einmal ein Seeds 2 reinzuschreiben. Richtig. Ist, denke ich, auch nicht das Problem. Das ist bei den Maschinen, die wir nutzen, da habe ich das auch generell, auch diese ganzen zusätzlichen Fruchtsorten und so, die habe ich bei mir in den Maschinen immer generell komplett gleich eingetragen. Ja. Damit ich halt auf diese Skripte auch verzichten kann. Ja, ist auch besser, vor allem, wie gesagt, es ist ja keine große Arbeit. Ich mache das ja auch, also ich habe das bei den Anhängerpack oder Kipperpack von Lindemann gemacht. Ich habe das auch bei diesen vorhin schon angesprochenen Hilken-Mulden. Da nur die grüne, die habe ich mir auf alles Mögliche, habe ich mir da reingeschrieben, was irgendwo so eine Map können muss. Und das, wenn irgendwas fehlt, trage ich mir das eben nach. Dass du immer irgendwie so einen Anhänger hast, der wirklich universal mal alles kann. Ja, richtig. Das finde ich immer wichtig. Ja, und gut, ne, wenn man denn noch hier Dünger holen will, dann braucht man, glaube ich, ein bisschen fahrerisches Geschick, je nachdem, mit was für ein Fahrzeug man das denn letztendlich macht. Ah, verdünkt mit Kunstdünger. Gülle, Mist ist die Zukunft. Ja, Kunstdünger nehme ich eigentlich auch selten. Ich greife denn doch eher auf Kalk zurück. Ja.
Ja, ich auch ganz selten mit Kunstdünger. Also in der Regel versucht man immer relativ auf Naturdünger. Ich mache es mal nie in Biobetrieb. Meine Betriebe sind und bleiben konventional. Ja. Aber man versucht es. Andersrum, ne, da man eh Gülle und Mist zwangsläufig irgendwann zusammenkriegt, eben, macht das ja nur noch Sinn, die denn vermehrt zu nutzen. Mir gefällt, dass das überall so ein bisschen Deko hingestellt ist. Und die schönen, ja, Krampelkipper hier. Sieht halt ein bisschen lebendiger aus. Ja, finde ich nice. Grundsätzlich mal wegen der Lebendigkeit, KI-Verkehr können wir jetzt, weiß ich nicht, ist verbaut. Sieht man beim Multiplayer natürlich nicht. Ist der oder nicht? Nee, ist nicht verbaut. Und Fußgänger auch nicht, ne? Nein. Okay, ist aber auch kein Beinbruch, Gottes Willen. Nee, richtig. Du, das ist auch eine Geschichte, da habe ich mich noch nicht so mit befasst. Und wird die erste Map sein, wo mein weiblicher Groupie mich dann nicht verfolgt. Na, hier hast du denn mal deine Ruhe. So, wir kommen aber nichtsdestotrotz erstmal wieder zum Ende von diesem Part. Ich sag dir nochmal wieder schönen Dank. Ja, gerne. Hoffe, du bleibst noch ein bisschen dabei und machen dann noch ein bisschen weiter. Ja, sicher. Zuschauern, schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Ja, und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Rainer. Tschüss. Ja, tschüss.